Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Update-Video von der Zwergenbucht. Diesmal Ende August. 2013 sollte ich wohl langsam sagen dazu, weil sonst könnte das später unübersichtlich werden. Denn ich habe doch irgendwie das Gefühl, dass das ganze Projekt noch wesentlich länger laufen wird als nur ein Jahr. Also es sind zwar wesentlich weniger geworden, das seht ihr allein schon hier an dem Village-Dingens. Wobei man auch sagen muss, noch relativ früh ist. Also wir sind runter auf schätzungsweise so 20 bis 30 aktive Spieler, die mal reinschauen, mal da sind. Ich glaube, der richtig harte Kern, also von Leuten, die mehr als 3 Stunden am Tag spielen, sind vielleicht ein gutes Dutzend. Also ist recht übersichtlich geworden, aber dadurch auch wesentlich leichter zu koordinieren. Ja, und es macht soweit allen noch Spaß. Wir sind fleißig am Grinden, wir sind fleißig am Dorf ausbauen. In letzter Zeit primär die Sicherheit. Aber ja, ein paar andere kleine Änderungen, was das Lagersystem zu planen geht. Wir hatten ja hier, ich gehe gerade im Rückwärtsgang zurück, hier das Nordtor, die Kaserne, wo alle Waffen ausgerüstet werden. Und also Waffen, Rüstung, Pfeile werden hier gelagert. Dann haben wir das Lager. Das Lager sieht inzwischen doch recht anders aus, nämlich wesentlich kompakter. Wir haben da so einen kleinen Trick rausgefunden, wie man die Sachen näher aneinander bringen kann, die BSBs. Normalerweise passt nur ein BSB auf ein Feld. Aber wenn man die plantet statt droppt, dann gehen die auch näher dran. Also ja, es passt jetzt wesentlich mehr rein, es ist wesentlich strukturierter. Also hier Steinprodukte 70 bis 79, Steinprodukte 60 bis 69 und so weiter. Das Ganze hier nochmal für Holz, da hinten für Loks und so weiter. Passt viel mehr rein, viel übersichtlicher, sehr schöne Arbeit. Dann haben wir hier nebenan noch ein kleines Gebäude rangebaut und ist das die Schmiede geworden. Also mit 2 Schmiedeöfen primär zum Arbeiten. Und hier welche, wenn man richtig große Aufträge einschmelzen will oder Sachen abkühlen lassen will. Also das wurde einfach rangeklatscht. Das wurde vor kurzem im Anführungszeichen bei Wurme zugefügt, dass man existierende Gebäude erweitern und reduzieren kann. Das gab es vorher nicht. Vorher musste man das ganze Gebäude abreißen und neu aufbauen mit der Erweiterung. Das war schon ganz schön übel. Aber ja, das Ding steht, der Anbau. Die Taverne weiß ich gar nicht, ob ihr sie schon kennt. Da wurde nicht viel rumgebaut. Was echt gemacht wurde, sind die ganzen Tore. Und Türme und Mauern. Und Burggraben, das zeige ich euch jetzt. Also ich gehe jetzt in das innere Osttor rein. Bin jetzt im inneren Osttor. Bin jetzt außerhalb des inneren Osttors, aber es gibt keine Abzweigungsmöglichkeiten. Und jetzt betrete ich das äußere Osttor. Innenleben vom äußeren Osttor. Und draußen. Das heißt, wenn man bei uns rein möchte, muss man durch 2 größere Tore, die jeweils 2 Türen haben, die mit sehr guten Schlössern gesichert sind. Und anderweitig gibt es zwar noch Lücken, aber die werden mit der Zeit gefüllt werden. Also wie ihr sehen könnt, haben wir einmal drumherum eine Mauer geplant. Das größte davon ist auch schon gebaut. An den wichtigen Eckpunkten stehen die Wachtürme, wo aber links immer nur das Erdgeschoss fertig ist. Der Rest ist einfach nur für die Optik. Und Optik kann warten. Und der nächste Schmankerl wäre dann der Burggraben. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit drin investiert. Vor allem war es doch ein wenig komplexer, als man dachte. Also ich gehe mal kurz oben rum, damit ihr eine bessere Sicht habt. Und hier sieht man zum Beispiel Bamf 1000. Das war mal ein quasi Störenfried. Naja, nicht wirklich. Es war mir schon komplizierter. Also er hat sich hier angesiedelt, ohne Absprache, hat einfach ein Haus hier hingebaut und so weiter. Das fanden wir nicht so toll. Aber es war dann wohl ein Missverständnis seinerseits. Wir haben ihn dann irgendwann aufgenommen als einzigen nicht deutschsprachigen Mitspieler. Aber der ist dann auch inaktiv geworden und sein Haus ist jetzt schon derzeit fast vollkommen verrottet. Also solche Sachen beheben sich dann doch recht schnell. Das Naturschutzgebiet, was Euro mal angesetzt hatte, kann man von hier aus nicht so wirklich gut sehen, aber ist noch gut im Gange. Also alle Hecken sind jetzt richtig schön hoch. Alles ist voll mit Oak Trees, den besten Bäumen überhaupt. Allgemein haben wir sehr viele Oak Trees gesetzt. So als kleines Statussymbol, was ich doch recht schön finde. Also hier die Allee. Mit den Oak Trees runter, da das Naturschutzgebiet drin. Dann nee, nicht das Ding da. Das Ding da, hinter den 7 Bergen. Das ist unser Neulingshaus. Also wir haben jetzt davon abgeraten, Leute sofort zu inviten, wenn sie einfach nur auf der Tür stehen und sagen, hey, ich bin Deutscher, ich kenne Girugon, invitet mich mal. Das machen wir nicht mehr. Wenn jetzt jemand auftaucht, dann muss er erstmal 2, 3 Tage hier im Local bleiben, nennt sich das. Also Local ist alles, was in der näheren Umgebung ist von, ich weiß nicht, wie viele Felder es genau sind. 150 Tiles oder so. Also eine Art Blase um mich herum. Und alle, die innerhalb dieser Blase sind, oder Kreis eher gesagt, werden hier im Local aufgeführt.
Und im Local bleiben heißt dann einfach, dass er in der Nähe ist, dass man ihn ansprechen kann, dass er auch Fragen stellen kann. Oder sie natürlich. Oder im Idealfall auch noch im TS, damit wir halt einen Eindruck von den Leuten bekommen. Und wenn sie dann ein, zwei, drei Tage hier hinter den sieben Bergen gewohnt haben und sich eingelebt haben und auch sicher sind, dass sie das Spiel mögen, denn das Spiel ist echt nicht für jeden. Das haben wir jetzt gesehen. 80 bis 90% werden aussortiert, dadurch, dass sie nicht mehr wirklich weiterspielen wollen. Wenn sie dann wirklich weiterspielen wollen, dann werden sie auch invited meistens und kommen ins eigentliche Dorf rein. Aber das finde ich eine richtig schöne Lösung. Das haben unsere Zwerge hier innerhalb von zwei, drei Tagen zusammengeschustert. Das heißt, hier ist fast alles vorhanden, was man so als Neuling braucht. Also eine Schmiede, Trainingspuppen, genug Vorräte an Holz und Eisen, Betten drin zum Schlafen, hier draußen Trinkwasser. Gleich hier Richtung Norden kommt die Wüste, wo man auch kämpfen kann, wenn man möchte. Richtig schönen Weingarten vor der Tür. Also, ja, doch. Für ein Neulingshaus sehr angebracht. Und hier geht es zu einer Mine runter, aber ich glaube, die ist nicht, nicht wirklich aktiv. Kalas, Wasserloch, betreten auf eigene Gefahr. Hier wurde der Versuch gemacht, eine Mine zu gründen. Das ist die Mine. Da geht's nicht weiter. Nee. Das ist zu nah am Grundwasser. Das heißt, da kann man auch keine Mine weiterbauen. Das heißt, man kann da Wasser holen, wenn man will. Eigentlich müssten wir das also noch wieder zuschütten, aber das sieht ja ganz nett aus. Ah ja, das Neulingshaus ist neu. Ich wollte jetzt eigentlich zum Nordtor. Das hier ist übrigens eine der wenigen Wälder von Echo. Echo ist unser großer Nachbar. Also im Osten haben wir Safety auf der anderen Seite der Bucht. Und hier haben wir Echo. Und so im Laufe der letzten Monate sind wir doch immer ein bisschen näher rangegangen. Denn vorher hatten wir nur das Nordtor da hinten, die Kaserne. Jetzt haben wir ja vor dem Nordtor noch ein Nordtor. Und dazwischen halt die ganzen Felder. Das heißt, hier haben wir nochmal mehr Platz gebraucht. Dann brauchen wir noch mehr Platz für den Burggraben und so weiter. Also das hier müsstet ihr alles kennen. Das sind die alten Felder, die wurden jetzt nur ein bisschen umstrukturiert. Zum Beispiel haben wir jetzt auch da hinten Tiere. Und wir haben hier Distel angefangen anzubauen, damit wir richtig schnell an Samen rankommen. Also falls wir mal den Burggraben mit Disteln voll haben wollen. Aber ja, hier sind Tiere, die ihr auch kennt. Und dann halt äußeres Nordtor, Burggraben. Und vor dem Burggraben werden wir auch noch ein bisschen was hinbauen. Also wir rücken eher immer näher ran an Echo. Und deren Gebiete werden so nach und nach von uns umschlungen, quasi. Das ist nicht gerade einfach. Aber ja, hier mein ganzer Stolz. Es sieht nicht nach viel aus, aber es ist der dreiteilbreite Burggraben. Die Slopes hier sind 125 oder so. Also man muss 150 Mal auf Buddeln drücken, um von da auf der Höhe nach da unten zu kommen. Und das theoretisch in allen vier Ecken hier. Also jedes Teil da sind, boah, das muss ich rechnen. Das ist kompliziert. Also man kann nicht sagen, es sind vier Ecken, also ist jedes Teil 500. Weil wenn ich mich hier zwei runterbuddel, buddel ich auch da runter. Also wären es 500.000. Und das zählt nicht mit, weil es da und da runtergebuddelt wurde. Also ja, jedes Dreierfeld hier ist 1000 Stück Dirt. Also 1000 Mal auf Buddeln drücken und dann die paar Sekunden warten, bis Buddeln fertig ist. Und das den ganzen Kanal lang. Ja, das müssen wir breit machen wegen der Spielmechanik. Weil wir wollen hier in der Mitte so einen Wassergraben haben, wie hier hinten am Anfang. Ja, und dazu muss alles umliegende auch Stein sein. Das heißt, wir müssen jetzt hier einen Burggraben runterziehen. Den Stein runterkloppen ist noch nerviger als den Dreck. Dann müssen wir das hier später wieder auffüllen und noch eine Mauer um diese Mauer hier rumziehen. Und ja, ist tierisch viel Arbeit. Dementsprechend ist hier hinten noch fast gar nichts gemacht. Aber der Plan ist halt einmal rum das ganze Ding. Was aber eine ganz schöne Arbeit ist. Aber ja, es ist, kann man gut nebenbei machen. Also ich gucke immer meine Serien oder render Videos nebenbei. Dann verfliegt die Zeit wie im Fluge. Außerdem können unsere Alliierten das Dirt, was dabei abfällt, ganz gut gebrauchen. Um halt selber Großprojekte zu bauen und dergleichen. Also ja, ich will aber trotzdem noch mal kurz hier rein ins Naturschutzgebiet. Und danach kann ich euch nochmal selber die Stadt so zeigen, was sie verändert hat. Es sind ein paar neue Häuser dazugekommen, aber recht viele Häuser sind leider inzwischen auch nicht mehr in Gebrauch. Also ich habe auch gerade einen Forenpost gemacht, wo halt alle Häuser aufgelistet werden, die nicht mehr wirklich aktiv sind. Dass ich, wenn die Spieler dann noch irgendwann weiterspielen wollen, also ich kenne das ja auch, dass man irgendwann keine Lust mehr auf ein Spiel hat, dann spielt man eine Weile was anderes, dann kommt man irgendwann zurück.
Wenn die Leute also irgendwann zurückkommen wollen, also es quasi voraussehen können, dann bleiben die Häuser auch bestehen. Und dann warte ich jetzt eine ganze Weile und wenn sich da jemand nicht meldet, dann werden die Häuser nach und nach halt durch neuere Spiele ersetzt. Aber ja, hier das Naturschutzgebiet. Das kleine Stück Hecke fehlt noch, aber sonst eine sehr schön große Fläche mit sehr vielen Oak Trees. Und die Oak Trees brauchen halt recht viel Platz. Also man sieht zwar teilweise ein oder zwei nebeneinander stehen. Der Haken ist nur, sobald der Oak Tree hier älter wird, also älter als ein bestimmtes Alter, wird er den Oak Tree hier zerstören. Oder andersrum. Der hier ist gerade mature. Also noch, naja, er ist fast erwachsen. Oder erwachsen. Wenn er jetzt aber auf Old überspringt, wird er alles in einem Zweiteilradius an Bäumen zerstören. Was nicht so schön ist. Also muss man die möglichst schnell hacken. Denn dieses Zerstören passiert nicht sofort von heute auf morgen, sondern es ist ein schleichender Prozess. Wie es halt bei Bäumen auch ist. Ist ja in Real Life genauso. Wenn ein Baum zu viel Nährstoff entzieht, stirbt die Umgebung langsam ab. Was dauert halt Wochen. Das heißt, sobald wir hier merken, einer davon wird alt genug, wird er abgeholzt, wird ein neuer Setzling gepackt. Und dann klappt das auch einigermaßen mit dieser etwas engeren Bebauungsmethode. Aber ja, hier wieder raus. Raus. Nicht in die Dornen laufen. Nicht in den Burggraben fallen. So, einmal hier durch den Wald durch und wieder zurück zum Hafen. Von da aus kann ich es am besten zeigen. Was mich so ein wenig pikiert hat, Safety Harbor sind eigentlich nur zwei, drei aktive Leute. Aber nachdem ich jetzt ein, zwei Wochen nicht so wirklich viel Zeit hatte zum Spielen, unter anderem wegen Gamescom und Umzug und was weiß ich, als ich wiederkam, stand das Ding da. Das ist ein Kolossus. Das haben die mit drei Leuten gebaut. Also da werden wir demnächst gegen anstänkern, denke ich. Dass wir denn genau hier auch einen Kolossus haben, der den denn da anstarrt oder irgendwas in der Richtung. Einfach nur, um zu zeigen, wie aktiv wir sind. Weil es geht sehr viel darum, was andere Leute von einem denken in diesem Spiel. Also wenn man hier einmal richtig Mist baut, dann hat man eigentlich Verschiss in der Community. Dann müsste man theoretisch einen ganz neuen Char anfangen. Weil so wird halt sichergestellt, dass man Leuten auch vertrauen kann. Wenn jemand 3, 4 Jahre lang spielt und auch mit anderen interagiert und sich dabei nie was zu Schulden hat kommen lassen, dann kann man auch auf dem vertrauen. Dann kann man dem auch mal ein teures Werkzeug in die Hand drücken oder was weiß ich. Weil man weiß halt, er kann nichts falsch machen. Weil sobald er was falsch macht, ist er unten durch.